und das war's. Easy going. Mehr oder weniger. Ein paar Bauteile haben, glaube ich. Haben wir nicht abgebaut, okay. Bommel habe ich jetzt nicht gerechnet. War ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell unterwegs. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Habe ich leider erst gesehen, als es zu spät war. Macht aber gar nichts. So ein bisschen kämpfen kann ja auch nicht schaden. Jetzt geht's an die Metalblume. Wir könnten nebenbei auch mal nach Tieren gucken, wenn wir gerade schon in der Wildnis rumgeiern. Alles, was kein Schwein ist. Zum Beispiel so ein Eichelhörnchen. Oder auch zwei. Der hat auch was Gutes gedroppt. Sehr gut, Eichhörnchenknorre. Keine Ahnung, ob wir sie brauchen, aber besser haben als brauchen. Wildschweinknochen, auch sehr gut. So, da sind wir auch schon. Ja, sehr gut. Hau ich nochmal drauf. Ja, es sind hauptsächlich nur Kisten. Leider, leider. Ein paar Orte, die uns versperrt geblieben sind, aber hauptsächlich sind es Kisten. Guck mal, die hier oben in der Höhle wird gar nicht angezeigt. Als solche. Das hier hinten wird Questgebiet werden. Da brauchen wir noch nicht hin. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Einmal markieren. Ich glaube ansonsten nicht mehr so viel. Ich hoffe, wenn das mal gefixt ist mit den Feuerglimmer, dass das ein bisschen übersichtlicher wird auf der Karte. Da ist auch noch einer. Und da auch. Aber die sind relativ nah an Feuern, das ist okay. Naja, gut, der hier nicht so, aber der ist auf der anderen Seite. Aber da können wir von hier aus eventuell hinrennen. Dann einmal hier schnell hin. Gehört dazu. Ich weiß, ich bin lästig, aber wenn wir das jetzt nicht von Anfang an hätten, hätten wir das Problem jetzt nicht. Ist was mit deinem Knie? Boot wäre irgendwie auch nochmal schön. Gerade, ich würde mir auch viel, sehr viel gerne die Unterwasserwelt angucken. Das Problem ist einfach nur diese scheiß großen Maschinen, die da unten rumschwabbeln. Und auch noch die Gräber auch noch. Und wir können halt unter Wasser überhaupt nicht kämpfen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ansonsten würde ich es sehr gerne tun. Aber leider, das Spiel hat, glaube ich, eine schöne Unterwasserwelt. Will aber offensichtlich nicht, dass man die erkundet. Mhm. War hier nicht auch noch was drin? Ah ja. Mal großzügig. Groß und zügig. So, das haben wir dann auch. Dann lass mich mal gucken. Da ist nichts mehr. Das ist immer noch Quest. Die machen wir auch bald. Dann hätten wir hier noch eine. Da gehen wir von hier aus hin.
Rebellensoldat, was? Wieso? Wieso ist der hier? Spur markieren. Was ist das? Steinhaufen mit einer hölzernen Umzäunung gesichert. Ein toter Tenakt und eine Spur. Okay. Der Kampf bei der Gesandtschaft war nach meinem Geschmack. Ich will mehr davon. Warum ist die hier? Dann also los. Sind wir aus Versehen in irgendwas Questtechnisches reingelaufen? Anscheinend. Das ist für Regala. Deine Mutter, Junge. Los geht's, weiter schießen. Wieso? Du mit dem Bogen auf mich. Dumm? Pfeil ins Gesicht schieße. Echt jetzt? Was ist das für ein Schuss? Komm doch einfach runter. Okay, was habe ich verpasst? Okay, besser. Ich meine, offensichtlich habe ich irgendwas verpasst. Ich weiß nur noch nicht was. Ich verfolge irgendeine Spur. Ich weiß aber nicht, zu welcher Quest das gerade gehört. War das nicht sogar 5? Und was wartet da? Ein Stürmer? Noch ein Rebellensoldat? Hier sind überall Rebellen. Warum sind hier denn überall Rebellen? Kann das sein, dass die Rheinklang angreifen wollen? Das hier war's mit der Spur. War das eine Falle oder so ein Scheiß? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, na klar war es eine Falle. Offensichtlich war es eine Falle. Ich weiß nur noch nicht, warum, wieso, weshalb, wofür. Ah, scheiße. Plünderer Bastard, los. Also ich hab wie ein beschissener Affen, ey. Sie ist schwach gegen Schock. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch überbrücken kann, ne? Jawohl, dann komm mal her. Komm mal her, mein kleiner fetter Freund. Komm zu Daddy. Kommst du Daddy oder schießt mir einen Pfeil ins Gesicht, Junge? Ja,
Hättest du mal nicht Entwarnung gegeben. Ihr seht mich nicht. Mhm. Na komm. Wenn ich eher wäre, würde mich das tierisch nerven. Ich ganz ehrlich. Kaum drehe ich mich um, kriege ich einen Pfeil in den Arsch. Ansonsten gibt es keine Schwachstellen für den, ne? Oh nein, nicht auch noch so ein blöder Kackvogel. Schwach gegen Elektro, sonst hat der nichts mehr. Fliegt nur so ein Vogel rum. Easy. Fehlt hier nicht einer? Der lümmelt da rum. Der lümmelt da rum. Oh. Gekonnt daneben. Das gerne herkommen. Ach Mann. Oh, das hat kaum Schaden gemacht. Was ein Glück. Nochmal. Easy. Problem, unten liegt jetzt irgendwo seine Knarre, ne? Ist mir aber erstmal egal tatsächlich. Ich will eigentlich nur hier wieder weg. Wegen den Vögeln da oben. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Der Rasenschneider funktioniert. Lohnt sich halt eigentlich komplett null, diese Dinger hier einzusammeln. Jo, der nächste, beziehungsweise ich glaube der letzte ist dann da. Dann haben wir da drüben noch ein paar. Überall und nirgends. Eigentlich müssten wir mal flugs zurück nach Rheinklang, ne? Ist jetzt die Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das reicht erstmal mit den Dingern einsammeln. Guck mal, was haben wir jetzt? Fast eine halbe Stunde gemacht. Ich glaube, das langt, wa? Denn lass uns mal zurück nach dem Feuer hin. Hier ist keine Spur. Weil da waren ja noch so ein paar Kollegen. Halt nur nicht, was die vorhaben. Ist das so eine Art Welt-Event? Keine Ahnung. Ist das eine spätere Quest? Gibt es vielleicht eine neue Quest? In Rheinklang? Rheinklanglicherweise? Irgendwer wurde gerade geschockt. Oh man, this is so shocking. So, du. 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 Nicht du, er. Sonst noch irgendwo jemand?
Gerade nicht. Dann lass mal gucken, ob wir an den da vielleicht rankommen. Brauchst du sowieso nicht mit dem Bogen drauf schießen. Oh, was macht der da? Wieso müssen die denn jetzt runterrennen? Nee, nee, nicht da. Hier, yeah, burn, motherfucker, burn. Da fliegt das Teil. Ja, easy going. Ich mach gleich. Was heißt denn hier Eindringling? Dann also nach. Das wirst du büßen. Ja, ja, sehe ich jetzt schon, wie das wäre. Zurück. Los. Guck mal, wie lange das einfach dauert, bis sich dieser Speer mal auflädt, ne? Komme. Das war ein schneller Tod. Ich bin hier, keine Sorge. Ich komme. Don't panic. Don't get the fuck panic. I'm coming to get you. Bewegung! I'm here, motherfucker. Oh, ungünstige Position. Hört ihr den Alarm? Du hältst erstmal im Maul. Jetzt haben wir schon eine bessere Position. Seid doch Rebellen, oder? So. Ja, zu dir komme ich auch gleich. Was heißt hier, da braucht jemand Deckung? Überhaupt Rebellen? Ich frage für einen Freund. Rebellen, ja. Aber was machen die hier? Wir sind ja nur relativ nah an Reinklang, ne? Sag ich mal. Oder, hä, sind die hier wegen dem Lager? Wegen dem Lager. Ich sollte mal die Filter wieder alle rausnehmen, ne? Aber die sind doch nicht wegen dem Lager hier. Ich meine, wir haben doch hier... Hier ist Reinklang. Die sind hier. Warte mal, wir sind da. Und dann hat er uns hier reingelockt. Vorrat schadet nie. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Was die hier gemacht haben. Und warum? Waren die nur einfach so da? Weil da lag ja auch ein toter Utaru. Und ich konnte halt eine Spur verfolgen. Aus welchen ominösen Gründen auch immer. Dann lass uns doch mal schnell nach Reinklang. Guck mal, was da los ist. Ja, ne? Danke. Nö, nö. Ich guck mal kurz in Reinklang rein. Ob es hier irgendwie eine neue Nebenquest gibt oder sowas. Weil, das müsste ja eigentlich die Map anzeigen, ne? Hier ist nämlich keine zu sehen. Rein theoretisch können wir noch ein bisschen Brettspiele spielen, aber... Ja... Ja, ne. Sehe ich nicht so. Okay, keine Nebenquests, gar nichts. Unsere Verteidigung ist aber auch nur minimal gut, ne? Ich sag's nur mal. Lass mal zum Feuer. Doch, hier ist eine. Ich wusste es. Jetzt wird die angezeigt. Okay, Alter, wir müssen dafür aber ganz schön nah dran sein. Der ist da oben. Dann speichern wir einmal. Vielleicht ist das sogar schon die Nebenquest, die ich gerade erledigt habe. Wahrscheinlich wird wieder irgendjemand vermisst. Vorräte. Ophülle. Dann holen wir euch neue.
Und davon auch. Drei Pfeile haben wir voll. Okay, cool. Wo wir drei verschossen haben. Können wir noch was an der Werkbank banken? Zufällig. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, nur die Sachen, die wir nicht benutzen. Hier von auch nix. Wir lauern, wir schlagen zu. Auf der Jagd. Ihr lauert und schlagt zu? Leute, ihr seid fast Vegetarier. Wir haben einem Tenakt-Überfall gekreuzt. Nicht nur das. Die Tenakt haben sogar Maschinen in den Kampf geschickt. Mögest du durch volle Felder wandern? Er. Aloy. Stimmt etwas nicht? Nein. Ja. Es gibt da dieses Lied. Ich habe es selbst komponiert, aber es ist hoffnungslos. Es klingt einfach nicht, wie es soll. Wie kommst du darauf? Damals in den Clanlanden baute der Himmelsclan Instrumente, die in den Himmel und über die Berge schalten. Mit Langbeinhälsen wurde ein metallischer Klang erzeugt. So wurde zwischen Dörfern kommuniziert. Dieser Klang und der Klang der Utaru würden zusammen eine nie gehörte Melodie ergeben. Aber ich werde so bald wohl keine Langbeine jagen. Versuch's doch erst nochmal beim Metallweber. Vielleicht hat der was Neues für dich. Ja. Dieses Lied bedeutet ihm viel, nicht wahr? Oh ja. Und deshalb hole ich ihm dieses Maschinenteil. Als Überraschung. Die Utaru sagen, das sind die besten Geschenke. Gibt es hier denn Langbeine? Zufällig treibt sich gerade eins bei den Dörfern im Südwesten herum. Du würdest ganz Reinklang einen Gefallen tun, wenn du es erledigst. Interessiert? Vielleicht. Seit wann machen Tenakt überhaupt Geschenke? Als ich hierher kam, waren manche Tage für mich schwieriger als andere. Aber schließlich habe ich mich eingelebt und ich möchte gern, dass Cory das auch gelingt. Zum Glück hat er dich. Erzähl mir mehr über das Langbein. Ein scheußliches Exemplar. Sieht ungewöhnlich aus. Verdorben wie die Gegend hier. Es schützt eine Gruppe von Maschinen, die einen Außenposten im Südwesten überrannt haben. Sein Schrei ist leicht zu verfolgen. Doch wenn es uns entdeckt, ruft es schneller Verstärkung, als du zielen kannst. Wenn man aber alle Maschinen vernichtet, hat Reinklang ein Problem weniger und Cory kann seine Melodie spielen. Alle gewinnen. Wenn ich dorthin komme, helfe ich dir gern. Ich danke dir. Ich werde im Südwesten nach einer Spur suchen. Such du mal. Die Musik im Metall. Metal, Leute. Was wollen wir denn überhaupt als nächstes tun? Lass doch mal gucken. Wir haben momentan das als Stufe 20. Das ist ganz toll. Der zerbrochene Himmel ist Hauptquest. Wir haben, weil ich sehr ungeduldig bin, viel gehauptquestet. Lass uns doch mal die Nacht der Lichter, das Fortdauern. Ja, alles schön und gut. Aufträge, Aufgaben, das gucken wir mal. Beuteverträge müssen wir... Haben wir gefunden. Die haben wir gefunden. Lass uns doch mal die Beuteverträge schnappen. Vorsicht, ich finde hier auch wieder runter. Hui. Lass uns doch mal... Vielleicht können wir diesmal gleich alle mitnehmen. Die waren nämlich irgendwo hier. Da waren sie. Da war noch ein Flugschreiber. Flugschreibenderweise. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben müssen. Lass uns mal hier hin. Dann können wir nämlich gleich den Flugschreiber mitnehmen. Ich wette, bei diesen Aufträgen müssen wir irgendwann Donnerkiefer erlegen. Wetten. Und es reicht natürlich nicht irgendeiner, von dem wir vielleicht schon erlegt haben und von dem wir schon Teile haben, sondern es muss dann wieder ein ganz spezieller sein. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Sturm habe ich echt noch nie erlebt. Das Signal zeigt an, dass hier noch eine Aufzeichnung ist. Ja, ich arbeite dran. Zack.
noch ein Fluchschreiber. Hinter der Kiste, ja. Ich glaube, ich habe den gerade gehört, den Donnerkiefer. Da ist er. Verstanden. Wir liefern die Fracht pünktlich am Boden ab. Ende. Kaum zu glauben, wie dieses Flugzeug reagiert. 70 Meter lang. 300 Tonnen schwer beim Starten und das wendet schneller als mein 12-sitziges Passagierflugzeug. Und es wurde erst vor ein paar Monaten aus dem Museum gerollt. Jetzt kann ich diese Schönheit auf meiner Bucketlist abhaken. Wenigstens hat er sich vor seinem Ende seinen Traum erfüllt. Ein Dönerkiefer. Können wir den scannen? Wo ist er denn? Da hinten. Autsch. Der ist ehrlich gefährlich. Mit Säuremunition geht das hier schnell. Stufe 30, okay. Ja, mit Säuremunition geht das hier schnell. Habe ich beim letzten Mal gesehen. Mit diesem anderen Bastardo, der uns da geholfen hat. Ich glaube, den müssen wir, glaube ich, auch wieder ganz gezielt aus der Deckung. Angreifen. Was ist? Metallblume. Ach, die wird immer noch angezeigt. Das ist ja toll. Na gut, dann Aufträge. Aufträge. Ich glaube, wir kriegen am Ende eine Rüstung, eine schöne. Hoffe ich. Wir werden das schaffen. Versprochen. Und jetzt ruh dich aus. Braucht ihr Hilfe? Ich wünschte, ich könnte das verneinen. Aber ich bezweifle, dass irgendeine Bergungstour jemals so schief gelaufen ist. Bergungstour? Ihr gehört zu Kerufs Leuten? Ja. Wusste gar nicht, dass wir berühmt sind. Ihr wolltet hier also eine Rüstung bauen. Sieht nicht so aus, als liefe alles nach Plan. Das kannst du laut sagen. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft, als wir hier Rollrückenbauteile fanden. Dann kam der Sandsturm. Er wehte unsere Ausrüstung weg und trieb uns in ein Lager voller wütender Tenakt. Wir flohen und als der Sturm nachließ, fanden wir uns hier wieder mit viel zu wenig Nahrung. Und offen für Angriffe von Maschinen und Tenakt. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ich bin Aloy. Runda. Du sollst uns nicht kostenlos helfen. Wie wär's, wenn ich dich offiziell anheuer? Ich setze Verträge auf. Das muss nicht sein. Echte Plünderer können nun mal nicht anders. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Du sagtest, ihr seid anfällig für Angriffe. Gibt's hier irgendwas, um eine Absperrung zu bauen? In den Ruinen in der Nähe treibt sich anscheinend ein Brüllrücken herum. Wenn du ihn erledigst, ohne dabei die Frachtbeutel zu beschädigen, können wir Fallen bauen und uns absichern. Ich schreib's in den Vertrag. Klingt nach einem Plan. Du sagtest, ihr habt nichts zu essen. Das meiste ging auf der Flucht vor den Tenakt verloren. Und unter diesen Sandmengen könnte es vermutlich nur ein Dornrücken aufspüren. Keine schlechte Idee. Ich sehe mir das an. Schön zu hören. Eure Ausrüstung ist also weg? Ja, ich weiß nicht genau, wo sie ist. Der Sturm hat uns ganz schön rumgewirbelt. Aber ich habe eine Ahnung. Steht alles im Vertrag. Wenn du die Sachen findest, könnten wir wenigstens ein richtiges Lager aufschlagen. Die Leute könnten sich ausruhen. Ich sehe mir das an, sobald ich kann. Es ist nicht viel, aber wir haben Altmaterial anzubieten. Wow, ihr habt ja gar nichts. Panzerwanderer Blitzgewehr. Die brauche ich. Kostet bearbeiteter Metallblock 11. Okay, krass. Panzerschnapper, Panzerbolzen brauche ich eigentlich auch. Klanghülsen, Lanzenhorn, Bohrhorn habe ich genug. Rollrücken, Hammerschweif. Den brauche ich auch.
Kauf mal einen. Ich hoffe, der reicht. Ein Blitzgewehr nehme ich mal mit. Und eins davon. Sonnenflügel-Primärnerv kostet nur Scherben. Ich mal zwei. Verwüster-Primärnerv. Hat auch zwei, nehme ich auch mit. Schnappmaul nehme ich auch mit. Solange das nur Scherben kostet, geht das ja. Rollrücken. Für Upgrade-Rohstoffe, ne? Mittlerer Maschinenkern. Nehme ich auch mit. Sonnenflügel-Schildwerfer. Kostet wieder Metallblock, ne? Ja, toll. Beutelgewebe. Hatte nur einen. Den ganzen Kram brauche ich, glaube ich, nicht. Verwüster-Zirkulator, Stachelschnauz und Primärnerv. Nehme ich mit. Zirkulator nehme ich auch mit. Ich nehme alles, wird keine Miete zahlt. Einen Rollrücken habe ich hier nämlich noch nicht gesehen. Vor allem alles, was ich selber nicht habe. Nehme ich mit, hier.